So Leute, willkommen zurück zu Portal. Ja, und ich habe mich jetzt mal 2-3 Minuten in diesem Raum umgesehen, damit ich weiß, was zu machen ist. Und da oben, ja. Gute Leistung. Was ich gerade sagen wollte, da oben ist eine Fläche, da kommen wir hoffentlich weiter. Ich saß hier gerade bei und musste mich erstmal orientieren, weil der Raum ist so hoch. Das ist böse. Blöse. Ah. Zap. Okay. Jetzt noch ein. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Ja. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Okay. Ja, schön. Wow. Was passiert eigentlich, wenn ich das so mache? Und nochmal, zap. Also mir gefällt das Zeug. Und da auch noch einmal Zen. Zap. Und dann kommt da erst nochmal. Und flupp. Haha. Haha. So. Schön. Schön, schön, schön. Schön. Und jetzt mache ich das Portal mal weg. Lass das da und spring hier runter. Hoffen mal, dass ich genauso weit komme wie. Wow, 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 wow. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. Ja. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Ach so, aber ja. Versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Okay. Miau. Ja, was soll das heißen? Das heißt, ich werde bald. Ach, ich hatte überhaupt keinen Kaffee. Tja, hab ich Glück gehabt. Kaffee ist nämlich was für Weicheier. Kakao ist viel besser. Ja. Denn nur Kakao macht Mühe, Männer munter. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Wasser. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Muss ich das verstehen? Ah, okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Oder auch nicht. Ich habe verstanden. Nicht. Ich weiß, dass ich da oben noch ran muss. So. Der ist noch rum. Ah, okay, das ist halt nur eine bestimmte Zeit. So, okay, dann kommt das da nochmal ran. Ja. Achso, Zitterelle. Zap, okay. Schön, dass man mir das jetzt auch sagt. So. Ganz ruhig bleiben, oh. Sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr.
Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Zeitreise. Klingt ja auch logisch, weil... Wer möchte nicht gerne mit seinem eigenen Blabla. Mhm. Ich muss auf jeden Fall sowas nicht machen. Da oben wahrscheinlich ran. Da unten. Und dann da und da. Und flup, flup. Okay, follow. So, wo geht's lang? Hier nicht, vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Da kann ich lang. Kann ich irgendwie den Dings dann denke, das ist der Gehfleck, okay. Ich mache einfach mal alles so dreckig. Genau, so. Muss reichen. Wow, 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 wow. Schön. Wow, Patsch. Und wo geht's hier lang? So, jetzt mal einfach nochmal hier rüber. Und hier runter. Mit ein bisschen Geschwindigkeit und... Keine Ahnung, was das gebracht hätte, aber es sah gut aus. Auch nicht wirklich, wo muss ich eigentlich lang? Nochmal da ein Portal hin und... Da ist jetzt auch blau. Gut. Ja, da war noch nicht genug blau. An der Wand. Von da komme ich, oder? Weiß gerade gar nicht genau. Ich will einfach nochmal runter und gucken, was passiert. Zap. Und zap. Ah. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Clever. Clever, clever, clever nicht. So, da kommt ein Portal hin. Genau. Hier kommt ein Portal hin. Da oben kommt ein Portal hin. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ich glaube, ich brauche das eine Portal. Zap. Und... Haha! Plan funktioniert. Richtiges Portal. Lex. Wenn ich mich daraus katapultiere, ist es nicht gut. Wenn ich mich da oben raus katapultiere, vielleicht besser. Wenn wir wieso raus katapultieren, man auch normal. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Kann ich den jetzt einfach draufstellen oder nein? Es springt sofort. Dafür brauchen wir wahrscheinlich das Wasser. Danke. So. Und... Flop. Gut. Gut, schön, toll. Ich weiß nicht, was das soll. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. So. Oben kommt noch ein Ding hin und dann hoch mit mir. Achso.
So, dass der da jetzt runterkommt. Fast. Schon besser. Haha. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Ah ja, sonst geht's gut. Fail. Also, denn ich fand, das habe ich jetzt schon ganz gut gemacht, so halb zumindest. Wüsste ich jetzt, wie lange ich schon aufnehmen werde? Auch toll. 7 Minuten, denke ich, so von 5 bis 7 Minuten. Entschuldigung, hab gerade erst noch was getrunken. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halt dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Da. Den habe ich gesucht. Genau, den Leck. Nur den. Ab in Phase Beta. Beta. Ja. Da oben. And all starts with the Big Bang. Bang. Moment, falsch. Bam. Bam, 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 flum. Bam. Okay, vielleicht bin ich jetzt nochmal zurück. Nein. Nochmal da hoch. So, nochmal ein neuer Versuch und dann gucken, wo ich überhaupt hin will. Vielleicht war das doch gar nicht so falsch, aber ich musste beim Fliegen hier noch was treffen, wie zum Beispiel. Ich merke, welche Portale ich benutzt habe. Oh. Gibt's hier wieder einen Hebel? Ja. Lex gibt's hier. Okay. Einfach arbeiten lassen und exit. Schön. Da oben. Ja. Was gibt's hier schönes? Control Room. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier... Hallo? Ups. Du tötest doch gern, könntest du... Au! Diesen Vogel für mich töten? Au! Weiß nicht gerade... Ach so. Wir haben eine... Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Oh, das ist ja nett. Komm, sei ruhig. Du schläfst mich. Was soll denn das? Ah, tolle Knolle. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt...
Okay, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln, noch ehe wir alle als Atomhits verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Ganz ruhig, GLaDOS, ganz ruhig. Was hat sich jetzt hier, was hat sich getan? Das habe ich bemerkt. Und ich habe eine Knolle, Kartoffel. Ja. Lex sind auch wieder da. Und die Uhr sagt. Ja. Ja, ja, sagt die Uhr. Achso, ja. Zap. Und rein. Ich weiß noch nicht, wie lange wir aufnehmen. Weil ich mal wieder nicht auf die Uhr geguckt habe, aber es dürfte schon einiges an Zeit vergangen sein. Ich würde sagen, ich bin Klonschaft 91. Bis zum nächsten Mal und tschö, tschö.